Eine positive Ladung Q wird in Pfeilrichtung durch den Magneten geschossen. Wird die Ladung nach oben, nach unten, nach rechts oder nach links abgelenkt? Der Richtungssinn des Vektors Q mal V ist dieser, weil Q ja eine positive Ladung ist. Der Richtungssinn vom Magnetfeld B ist dieser von Norden nach Süden. Wir wissen, dass diese Ladung durch die Lorentzkraft abgelenkt wird und den Richtungssinn dieser Lorentzkraft können wir mit der Korkenzieherregel bestimmen. Wir setzen das Gewinde vom Korkenzieher senkrecht zu QV und senkrecht zu B an, drehen den Korkenzieher von QV nach B, also so, und dann wird der Korkenzieher sich nach oben bewegen. Das bedeutet also, der Richtungssinn der Lorentzkraft ist vertikal nach oben. Und das wiederum bedeutet, dass diese Ladung nach oben abgelenkt wird. Und diese Übung ist schon beendet.